Ja, mein Name ist Markus Richter, Einsatzleiter von der Feuerwehr Friedendorf. Wir wurden gegen 12.20 Uhr zum Wohnungsbrand in Spiskappe alarmiert. Als die ersten Einheiten eingetroffen sind, stellte sich Lage wie folgt dar. Es war eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss. Ein Angestrupp der Feuerwehr Friedendorf ging mit einem Zielrohr zur Brandbekämpfung in das erste Obergeschoss vor. Im weiteren Verlauf wurde die Drehleiter Ziegenhain nachalarmiert, um Glutnester im Dachbereich aufnehmen zu können. Nach Beitreffen des Einsatzleiters konnte relativ schnell geklärt werden, dass keine Personen sich im Gebäude befinden. Ja, die Schwierigkeiten stellten sich wie folgt dar. Da das Haus momentan verschlossen war, mussten wir uns gewaltsam einen Zugang zum Gebäude verschaffen. Und durch relativ verwinkeltes Treppenhaus konnten wir recht langsam vorgehen, aber den Brandherd doch schnell ausmachen. Ja, die weiteren Maßnahmen belaufen sich momentan auf Kontrolle im Dachbereich, dann des Weiteren noch die Brandlast aus dem Gebäude bringen.